geradeaus. Cheers. Erster, Cheers. Nee, für dich zweiter Kaffee in Italien. Ja, für mich stimmt. Erster Kaffee, aber selbstgemachter. Den ersten Kaffee hatten wir nämlich kleinen Raststätte, weil in Italien kann man bekanntlich ja auch in Raststätten hervorragend Kaffee trinken. Und es war auch ein sehr guter Cappuccino. Und jetzt haben wir zum ersten Mal ein Stativ mit. Ein großes, nicht mal ein kleines. Haben uns das mal ausgeliehen. Ja, und jetzt können wir euch mal hinter uns... sind die Dolomiten. Wir sind jetzt endlich in Italien. Nach einer sehr anstrengenden Fahrt von St. Moritz hierher. Nicht anstrengend wegen der Strecke, sondern Verkehr, Stop and Go und keine Ahnung. Aber erst seitdem wir in Italien waren. Genau. Jetzt sind wir aber hier. Wir sind in Vilnius. Haben hier Südtirol, bei Brixen. Genau, haben hier einen Platz gefunden über Park for Night. Ja, ist halt in so einem kleinen Dorf, irgendwie so ein kleiner Dorfplatz, ist aber okay, sollte relativ ruhig sein. Wahrscheinlich hört ihr das, hinter uns ist das Wasser. Und hier hinten in diesem Betongebäude, das sieht man, glaube ich, nicht. Kulturhaus, ja. Da ist heute Abend um 20 Uhr eine Lesung, haben wir festgestellt. Mal gucken, ob wir da hingehen, wir haben ja nichts vor. Wir zwei Kulturbahnhausen. Genau. Ja, und ansonsten... können wir euch mal hier kurz... Wir bleiben ja auch nur für eine Nacht hier, deshalb ist der Platz relativ egal, alles gut. Weil wir morgen um 10 Uhr eine kleine Wanderung mit einem einheimischen Bauern hier machen werden. Deshalb sind wir in Vilnius. Genau, wo wir dann irgendwie selber Milch, nee Quatsch, Butter herstellen. Mal schauen, ob wir das wirklich so tun. Ich wollte euch mal kurz drehen und mal zeigen, wo wir hier sind. Wie es hier aussieht. Hier. Ja, und das sind wir wieder. 360 Grad später. Genau. So müsst ihr beide drauf sein. Na klar. Ja, so viel dazu erstmal. Also wir werden euch weiterhin mitnehmen. Jetzt erstmal in Italien und dann übermorgen wahrscheinlich in Kroatien. Erstmal ankommen. Genau. Bis später. Ja, bis dann. Von Philanders oder von Latzfonds darüber schaut oder da unten ein bisschen weiter gezickt und das Klo. Und hoffentlich noch gesund sein. Ich bin da auch immer mit Computer und mit allem befasst. Deswegen mache ich es nicht so. Und hier, die haben mal einen Auslauf und mein Bruder will, dass es ihnen gut geht. Okay. Im Stall von Günthers Bruder konnten wir die Kälber und ein paar Kühe sehen. Alle anderen befinden sich im Sommer auf der Alm. Wenn eine Kuh kurz davor ist zu kalben, wird diese von der Alm geholt, um im Hof ihr Junges zur Welt zu bringen.
Wie ihr sehen könnt, haben die Kälber sogar eine eigene Dachterrasse mit Blick in das schöne Tal. Danach wurde uns gezeigt, wie die Mutter köstliche Brote herstellt und wie diese dann in einem selbstgebauten Holzkohleofen gebacken werden. Und Brötchen, ja. Aber das Rezept ist ein bisschen anders. Und ist ein bisschen anders. Ist das? Ja, Heiland ist das. Ein dickes. Also jedes Mal, wenn man anfängt, den Kübel, weil er ja aus Holz ist, mit heißem Wasser zuerst durchspülen. Mhm. Ja, ein paar Mal drehen, weil die Sahne, die man reingibt, klebt sonst am Holz fest. Ja. Deswegen heiß. Lass ich dich inzwischen machen. Und hier daraus auch? Ja, okay. Alles wird hergenommen, sauber alles gemacht. Noch eine kleine Bauaufgabe. Muss es noch mehr? Ja. Ah, ist noch nicht in Ordnung. Ich sehe das schon. So, ein bisschen. Bist du? Ja. Der ist jetzt, im Oktober habe ich die Schweine geschlachtet. Da sind sie jetzt 10 Monate gereift, ja, der Speck. Wow. Ansonsten ist der Speck heutzutage nur mal 2 Monate alt, wenn er auf den Markt kommt, gell? Ja. Das stimmt. Normalerweise bei gekauftem Speck sollte man das nicht essen, das Weiße hinter der Rinde. Okay. Hier setzt sich viel Dioxin fest. Oha, okay. Gell, alles, was gespritzt wird, ja, setzt sich hier fest. Hat man Schweine, die nicht behandelt werden, okay, kann man das essen, weil das sehr gut ist. Ja. Das Weiße. Ich räuchere sehr wenig, weil auch das starke Rauchgeben macht Benzolverbindungen. Jetzt rede ich schon fast wie ein Chemiker, gell? Aber ich habe das eben gemacht. Ja. Und weil ich das weiß vom Labor aus, ist das auch nicht sehr gesund. Das gell? Stimmt. Ja. Okay. Darf ich den Deckel heben? Ja, den hebst du jetzt schön langsam. Ah. Und wartet hier. Joel, kannst du machen, so langsam drehen, nicht dass rausspritzt. Ja. Und das mit dem Finger. Hast du dich abgewaschen? Nee, noch nicht. Ja, dann das wäschst du ich dich. Das mache ich sonst dann. Gut. Ja, dann gibst du es runter, gell, hier noch im Mac. Okay. Okay. Und die Buttermilch und dann kommt eben noch der Butter später mit dem Honig. Hervorragend, gell? Richtig lecker. Ja, das ist so ein bisschen wie das, was wir da manchmal kaufen, dieses Finchka. Ja, wie das Finchka-Basel, so ähnlich. Oh, der Speck ist toll.
Und dann wird es hier reingepresst wahrscheinlich, oder? Ja. Aber immer wieder diesen gleichen Vorgang. Heiß und kalt schwänzen. Okay. Sofort, dass es schwierig war, Samen zu kriegen, weil die Samen sind ja extra so gemacht, dass man aus dem Samen keinen neuen Samen macht. Ja, diese Hybridzuchten, ne? Ja. Ja, das ist so eine Geschichte für sich. Meine Oma hat auch Getreide immer gesammelt. Ja. Also immer was beiseite gepackt, weil sie gesagt hat, sie weiß nicht, wie lange sie noch was kaufen kann. Genau. Aus dem sie wieder ziehen kann. Auch Tomatensamen und so Geschichten hat sie alles gesammelt. Ja. Wir machen alles selber. Ja. Pikieren alles selber. Ja. Die Tomaten. Normal macht man Butter immer in der Früh, wenn es kühl ist. Ja. Jetzt in der Hitze, in der Sonne, ja, schmilzt er schon viel zu schnell. Ja. Ja. Aber nur um zu zeigen. Nur für uns, die ganzen Mühen. So, jetzt Butterpapier öffnen. Jawohl. Ja, normal fällt der schön. So im Brocken rüber, aber es ist einfach zu, trotzdem zu warm. Ja, ja. Ja, da kommt er auch nicht in einmal raus. Da muss man zwei, dreimal klucken. So. Hier habe ich eben die Bienen drin, ein kleines Bienenvolk, eine Wabe mit Brut, wo junge Bienen erzeugt werden und eines mit Honigdampf. Und die haben auch gesehen, haben sie gesagt, Ginter, du kennst alle Bauern durch deinen Job, durch deine Arbeit. Könntest du nicht schauen, dass wir vielleicht ein bisschen Rindfleischproduktion auch machen? Ahoi! In diesem Gewässer waren wir gerade baden. Ja. Wir waren jetzt 5,5 Stunden auf einer Wanderung. Wir sind nicht 5,5 Stunden am Stück gewandert. Das hatten wir gestern auch schon gesagt. Genau, und da ist es jetzt so, dass wir jetzt froh waren, dann mal kurz eine Erfrischung zu haben. Nee, dann ist es. Jetzt ist gerade, wenn ich so mache, ist schief, siehst du das nicht? Ah, ja, gut. Das ist schon, ich weiß schon, was ich mache. Dementsprechend, aber wir sind jetzt schön erfrischt und jetzt ist eigentlich unser Ziel, dass wir noch ein Stück durch Italien fahren, weil unser Ziel ist ja immer noch, oder ein Teil, Etappenziel ist Kroatien. Genau. Und da wollten wir eigentlich morgen irgendwann mal ankommen. Ja. Und heute Abend erzählen wir dann ein bisschen von der Wanderung und was wir da mit dem Günther erlebt haben und Butter herstellen. Und da lassen wir nachher noch mal ein paar Takte drüber. Jetzt geht's erstmal weiter. Genau.
Ja, wir sind jetzt in Kroatien. Hallo zusammen. Wie ihr seht, wir sind leichter begleitet. Die Sonne scheint. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt in Kroatien angekommen. Es ist sehr, sehr schön hier. Wir wollten aber natürlich die diese 24 Stunden, die es tatsächlich nur in Südtirol waren, nochmal kurz wiedergeben. An dem ersten Abend, das hatten wir erwähnt, dass wir vorhaben, auf eine Lesung zu gehen. Da waren wir dann auch tatsächlich. Uli hat ja dieses, oder anders, wir müssen anders anfangen. Wir haben einen Stellplatz gesucht. Wir müssen schon so anfangen, dass es Sinn macht. Okay. Also wir haben einen Stellplatz gesucht für die Nacht, weil wir die ganze Zeit eigentlich nicht auf, oder wir waren nicht auf Campingplätzen, sondern wir haben immer irgendwo wild gestanden. Und es ist tatsächlich relativ schwer, Stellplätze zu finden in diesen Gebirgstälern oder in Südtirol, weil meistens ist es so, es gibt eine Hauptstraße und von dort aus gehen kleine Sträßchen ab. Und die gehen aber oft direkt zu privaten Anwesen. Also es ist gar nicht so einfach, einen Platz zu finden, wo man nicht irgendwo privat steht oder jemanden stört oder vielleicht sogar illegal dort steht. Also standen wir auf einem Parkplatz von einem Naturparkhaus, wobei wir festgestellt haben, dass Naturparkhaus tatsächlich nichts mit Parken zu tun hat, sondern es ist wie eine Art Multifunktionshaus oder Raum, wo es manchmal Ausstellungen gibt oder es ist eine Tourist-Information da oder was auch immer. Nee, das ist jetzt auch falsch. Ein Naturparkhaus ist immer ein Haus, wo es zur Naturumgebung, die es dort gibt, ja, eine Dauerausstellung gibt. Und in diesem Fall war okay, eben das Naturparkhaus, ja, im Sinne, ja, der Dolomiten. Ja. Und dort gibt es Veranstaltungen und Uli hat das also gesehen mit dieser Lesung. Und da wir eh nichts zu tun hatten, haben wir gesagt, komm, lass mal hinschauen. Und es kalt war am Abend. Und es war in der Tat unheimlich gut, weil der Mensch, der dort gelesen hat, war früher stellvertretender Chefredakteur vom National Geographic Magazine. Er war bei der Zeit als Redakteur. Er kommt ursprünglich aus den Dolomiten und hat ein Buch neu herausgebracht, was zwei Engländer geschrieben haben vor vielen, vielen Hunderten von Jahren. Also ich glaube 1860 ist das ein Reisebericht entstanden über die Dolomiten. Also das waren zwei Engländer, die sind von London gereist in die Dolomiten, eine Woche mit dem Zug und sind dann, haben die Dolomiten entdeckt. Und was wirklich faszinierend ist, was wir beide nicht wussten, der Name Dolomiten ist entstanden durch einen Herr, der dort geforscht hat, Herr Dolomieu hieß der, und er hat dieses spezielle Gestein quasi entdeckt und ist dann aber gestorben. Und ein Freund von ihm hat diese Forschung weitergetrieben und der Freund hat dann quasi das Gestein Dolomit nach ihm benannt, nach dem Dolomieu. Und so entstand in diesem Reisebericht der Engländer der Name The Dolomit Mountains. Und aus dem wurde später der Begriff die Dolomiten. Aber das ist quasi alles zu verdanken, ja, erst dem Forscher und dann durch diesen Reisebericht der Engländer. Und dieser Reisebericht hatte 700 Seiten im Original und hat dann durch den Redakteur vom National Geographic Magazine, Erwin Brunner heißt er, er hat quasi dieses Buch neu zusammengetragen, teilweise neu übersetzt und verkürzt in etwa die Dicke. Und hat aus diesem Buch teilweise was gelesen und hat aber auch erzählt. Und im Anschluss gab es dort noch Essen von den Bauern und alles kostenlos. Das war jetzt nicht der Punkt, warum wir dorthin sind, aber es war einfach schön. Auch. Es war ein toller Abend, es gab ganz tolles Essen. Wir haben uns dann noch wunderbar unterhalten mit Menschen. Haben dann festgestellt, das war der ehemalige Bürgermeister und also nur Leute von dort. Wir waren die einzigen Touristen an diesem Abend und es war wirklich, wirklich cool. Ja. Ja, das wollte ich erzählen und du kannst jetzt erzählen, was du dann am nächsten Tag gemacht hast. Genau, und das haben wir schon erwähnt, oder beziehungsweise habt ihr das ja gesehen. Wir haben ja alles gefilmt, waren wir auf einer Wanderung mit dem Günther, was ganz großartig war. Ich bin da drauf gekommen, weil ich eine Reportage über Südtirol gesehen habe. Und wir werden das auch verlinken. Ja, ja. Und da war er quasi mit zu sehen und das hat mich total begeistert. Und dann habe ich ihn irgendwie versucht, ihn zu kontaktieren und habe dann irgendwo seine E-Mail-Adresse gefunden, habe ihn dann angeschrieben. Und ja, er hat lustigerweise geantwortet und hat dann eben mit uns diese Tour gemacht. War eigentlich, glaube ich, auf 7 Stunden geplant. Wir haben es dann auf 5,5 runtergekürzt, weil unser Ziel war ja, noch weiterzufahren. Ja, wir wussten gar nicht, dass es eine Tagestour ist. Genau. Aber wir waren noch gar nicht vorbereitet. Aber das war ganz großartig. Wir haben dann noch einen halben Kilo Butter mitbekommen. Wir haben also jetzt für die nächsten
Monaten Butter. Naja, für die Reise. Selbstgemachte Butter. Wir haben wunderbares Brot mitbekommen. Das, was ihr auch gesehen was, habt. Ja. Was die Mutter gebacken hat auf 2000 Meter Höhe. Wir haben Günthers Lifestyle kennengelernt, der noch nie woanders war. Also gut, er hat in anderen Teilen von Tirol hat er studiert, aber gelebt hat er wirklich nur dort in diesem Berg. Ein ganz, ganz toller Mensch, der alles selber macht, selber Wurst herstellt, Brot backt, er hat eigene Bienen, er lebt 50% autark, er hat eigenes Gemüse und... Und er ist ganz stark auf Nachhaltigkeit bedacht. Genau, unglaublich, was dieser Mensch alles herstellt und schützt und aussterbende Tierarten. Genau. Und also es ist wirklich, ganz, ganz toll. Wir sind immer noch schwer begeistert. Ja. Es war richtig toll und zwar nur 24 Stunden tatsächlich in Vilnius, in Südtirol. Aber diese fand ich persönlich, für mich waren sehr prägend. Ja. Wir fahren auf jeden Fall wieder nach Südtirol. Ja. Wir fahren auch wieder Günther besuchen, das haben wir ihm versprochen. Ja, auf jeden Fall. Dann werden wir ein bisschen mit ihm Klettersteige machen. Genau, bis dann brauchen wir aber dann noch irgendeine Actioncam oder so. Ja, also wir werden das mit Günther auf jeden Fall verlinken, weil es ist eine Reise wert, diesen Mann kennenzulernen. Ja. Er hatte sogar auch schon 5 Seiten im Spiegel und er war auch im Fokus und war schon in ein, zwei Dokumentationen. Genau. Er macht überhaupt keinen Hehl aus sich selber, er mag das eigentlich gar nicht, aber die Leute kommen wohl auf ihn zu, weil er so viele Aktivitäten hat und diese Tierarten rettet und neue oder alte Tierarten wieder züchtet und alte Getreidesorten wieder sucht und so. Also er ist so spannend, dass wir das unbedingt empfehlen können, wenn man in Südtirol ist. Es war auch nicht teuer, was wir ausgegeben haben für diesen Tag mit ihm wirklich. Also es war... zweistellig noch. Genau, man kann eben diese Tour über die Touristeninformation buchen und das werden wir dann auch alles nochmal raussuchen und dann in dem entsprechenden Blogpost verlinken. Ganz, ganz toll. Falls ihr da Interesse habt, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Das wird so, er hat erst uns gesagt, vor allem im Frühjahr, jetzt im Sommer ist Pause und dann ab Ende September geht es dann eigentlich wieder weiter. Ja. Und jetzt im Anschluss seht ihr wahrscheinlich noch ein paar Bilder, wie wir nach Kroatien fahren und ich weiß gar nicht, ob wir Bilder gemacht haben von unserem Stopover da in Italien irgendwo an einer Apfelplantage. Ich glaube nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber der Südtiroler Teil ist vorbei. Wir sind jetzt schon in Kroatien. Wir sind jetzt ein paar Tage bei meinem Onkel hier in seinem Haus. Deswegen können wir hier so schön gerade sitzen. Und ja, das seht ihr dann alles quasi im nächsten Teil. Und bis dahin wünschen wir alles Gute. Wir hoffen, euch gefällt es bisher und Begleitet uns weiter bei unserer Reise durch Europa. Ja, und im nächsten Teil sehen wir dann vielleicht ein bisschen was von Zadar. Wir werden hier noch ein bisschen zeigen, wo wir sind. Und genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.